Jo, da wären wir wieder. Wendy's Monday, ein neuer Part auf Zwang First EP. Koalas und Tauben. Ah, okay. Mal schauen, wo es heute hingeht. Den fasse ich nicht an. Hol mir doch nicht die Tollwut. Das Niedlichste, das ich je gesehen habe. Und das Stinkigste. Es wird hier immer verrückter. Ich will mit dem nichts zu tun haben. So, bevor es Richtung U-Bahn geht, haben wir hier, glaube ich, noch mit jemandem ein Wörtchen zu reden. Mit einer gewissen Person in der Seitenstraße. Der Penner. Hey, sieh an. An dich habe ich gerade gedacht. Wenn du nach dem suchst, was du für wahr hältst, wirst du nie den rechten Weg finden. Nein, 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 aufhören. Ich hab deine lahmen Selbsthilfesprüche satt. Ich bin hier in einer heiklen Lage, weißt du? Du kennst den Ring und du weißt auch, was er mir antut. Ich weiß, wie es war. Ich weiß, wie es gewesen sein könnte. Und ich weiß, wie es wird. Du versuchst, ihn wiederzubekommen. Und das ist gefährlich. Der Ring hat seinen eigenen Willen. Er spielt nur mit dir. Okay. Ich bin also verflucht. Das wissen wir schon. Erzähl, wie kann ich das alles in Ordnung bringen? Du musst es einfach durchziehen. Folge deinem Instinkt und bezahl für alle deine Fehltritte. Bezahlen? Lass dich einfach treiben. Es gibt nur einen Weg, dieses Problem zu lösen. Wenn du die Gegenwart veränderst, wird die Vergangenheit neu geschrieben. Und denk dran, alles, was du berührst, wird gezeichnet. Na komm, erzähl mir auch was, was ich noch nicht weiß. Du wirst ermordet werden. Fuck, hast du gerade gesagt, ich werde umgebracht? Und du wirst selbst dafür verantwortlich sein. Scheiße, Mann. Du machst mir echt Angst. Deswegen bin ich ja hier. Alles klar. Erzähl mir mehr über den Ring. Er gehörte lange Zeit mir, aber er wurde meiner Gesellschaft überdrüssig. Scheint so, als würde er jetzt gern das eine oder andere nachholen. Er will einfach seinen Spaß mit anderen Leuten haben, ohne Verpflichtungen. Neuer Tag, neuer Typ und ein neues Leben, das er ruinieren kann. Gott, genau wie jedes Mädchen, mit dem ich je zusammen war. Der Ring ist also an deiner Situation schuld? Hä? Er hat dich zu dem stinkenden Penner gemacht, der du jetzt bist? Das genau. So seltsam das klingt, ich war nicht immer ein Penner. Lustige Geschichte eigentlich. Bevor ich den Ring in die Finger bekommen habe, war ich einfach ein Geschäftsmann. Oh, Alter, bitte. Mir ist jetzt schon langweilig. Kein Wunder, dass der Ring keinen Bock mehr auf dich hatte. Das hat weh getan. Der Ring, er spricht mit mir. Er sagt, rede nicht mit dem Penner. Ja. Nee, so langsam macht er mir echt Angst. Wir könnten ja weiterreden mit dem Penner. Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Trotzdem mit dem Penner reden, auch wenn der Ring was anderes sagt. Ja, also... Die Videothek hat immer noch geschlossen. Geschlossen. Ja. Okay. Ein Fremder, mit dem können wir immer noch nicht reden. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Ja. Ist klar. Da wären wir wieder. Mal wieder in der U-Bahn-Station. Die Fremde steht auch wieder Sie da. Sie bitte? Ich glaube, es hackt. Ich vermeide den Kontakt mit... Tja, hier steht er jeden Tag. Und schleppt sich jeden Tag ihre Einkaufstaschen. Tja. Tipps
Psychiaterpraxis. Ich wollte gerade fragen, wo geht's heute als erstes hin? Mads Wohnung müssten wir eigentlich, da müssen wir eigentlich mal hin und mal gucken, wie es dem Matt geht, wie er so als eingefrorenes Truthahnkröllchen aussieht. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie es beim Psychiater sein wird. Dann schicken wir den Randall mal zum Psychiater. Wo er hingehört. Nee, Spaß. Was machen die verdammten Koalas hier? Überall im Screen. Okay, also, ich nehme mal Charlies Rat an. Ich brauche die Meinung eines Seelenklempners. Vielleicht kann ich durch den die Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Oder er kann mir sogar beweisen, dass nichts hiervon echt ist und dass das alles nur in meinem Kopf passiert. Beim Seelenklempner. Guten Morgen, Miss. Wunderschönen guten Tag, Sir. Okay, der geht an Sie. Ich würde gern den Doktor sehen. Tut mir leid, Sir, aber Dr. Johnson ist ein vielbeschäftigter Mann. Alle Termine heute sind schon voll. Könnten Sie eine Ausnahme machen? Ich bin ein alter College-Freund. Sie sind Arzt? Ist das nicht offensichtlich? Und Sie beide sind auf dieselbe Uni gegangen. Wie ist das denn möglich? Er ist viel älter als Sie. Ja. Erstmal sehe ich, dass er von das Haus hat. Der oder die, ja. Die hat's dringender nötig. Ich habe einen sehr hohen IQ. Ich habe meinen Abschluss schon mit 8 gemacht. Und Ihr Name ist? Hauser. Dr. Doogie Hauser. Tut mir leid, Dr. Hauser. Ihr Name ist nicht auf Dr. Johnsons unvorhergesehene Besucherliste. Also kann ich da nichts machen. Aber ja, ich kann Ihnen einen Termin für morgen früh geben, wenn Sie möchten. Wissen Sie, morgen passt mir gar nicht. Mittwoch vielleicht. Das ist noch schlechter. Können Sie mich nicht heute noch irgendwie reinquetschen? Tut mir leid, Sir. Das ist unmöglich. Wir müssen uns irgendwie auf die Liste der unerwarteten Besucher schleichen. Da müssen wir uns irgendwie drauf kratzen. Muss irgendwie einen Weg geben. Sagen Sie sowas nicht. Nichts ist unmöglich. Wissen Sie nicht mehr? Tut mir wirklich leid, aber Sie können nicht zum Doktor ohne einen Termin. So einfach ist das. Na, für Sie vielleicht. Was meinen Sie damit? Was ist nicht einfach? Nichts. Es ist nur, wenn ich Sie da sitzen sehe, so vor dem PC, da frage ich mich, vielleicht gibt es ja da jemanden, der qualifizierter ist, als Sie in die Tastatur zu hauen. Die offensichtlich gar nicht zu existieren scheint. Und der, ich weiß nicht, noch einen Platz für mich findet. Heute zum Beispiel. Wenn Sie damit andeuten wollen, dass ich keine Ahnung von Computern habe, nur weil ich eine Frau bin, interessiert es Sie vielleicht, dass ich mit diesen Geräten aufgewachsen bin? Eine meiner ersten Erinnerungen ist die an den IMSAI 8080. Hey, meine auch. Haben Sie den zufällig auch benutzt, um Ihre Noten zu manipulieren oder Tic-Tac-Toe gegen Supercomputer mit Burgernamen zu spielen? Eigentlich nicht. Sie etwa? Ich, Matthew Broderick. Ist das so wichtig? Ich weiß nicht, warum ich hergekommen bin. Peace out. Schönen Tag noch, Sir. Was ist, wenn wir einfach durchmarschieren und einfach reinplatzen wollen? Geht nicht, ich bin nicht dran. Ach was. Der feine Herr hält sich auf einmal an Regeln. Das wäre mir mal neu. Blöde Billigproduktion. Hab's kaputt gemacht. Aha. Alan! Jetzt fühlt sich Alan irgendwie angetürmt dadurch. Ja. Kann ich nicht, die Steuerung ist im Arsch. Alan! Alles klar. Ich glaub nicht. Alan! Ist wohl Schnauze, kaputt? Alan. Jemanden, der sowas anhat, fasse ich lieber nicht. Das ist ein Argument. Was geht, Alter? Nicht viel. Ich sitze einfach nur hier rum. Warte, bis ich dran bin. Ich bin der Nächste. Wie schön. Tja, warum rufst du dauernd Alan? Wie bitte? Du weißt schon, du hast das Wort Alan von Zeit zu Zeit geschrien. Keine Ahnung, wovon du redest. Mein Name ist Alan.
Aber ich bin doch kein Irrer, der rumläuft und dauernd seinen eigenen Namen ruft. Alan! Ich glaube, mein Problem ist dringender, aber naja. Und? Was ist das für ein Problem? Wenn ich fragen darf. Alan! Ich bin in einer Zeitschleife gefangen und erlebe denselben Tag immer wieder. Oh, das ist bitter. Dasselbe ist mir letztes Jahr passiert, weißt du? Hat das ein pinkes Einhorn gemacht? Ein verfluchter Ring vielleicht? Oder hast du etwa einen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Verfluchter Ring. Oh, verstehe. Wenn du meine Meinung dazu willst, du solltest nach einem Wunschgoblin suchen. Wenn du willst, kann ich dir meinen leihen. Wobei... Alan! Wobei? Naja... Der kleine Bastard war ganz schön flink, also musste ich ihn an meine Kellerwand ketten. Und weißt du, es ist schon eine Weile her, seit ich ihn das letzte Mal schreien und betteln gehört habe. Alan! Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, bei mir zu Hause riecht es ganz schön seltsam in letzter Zeit. Oh, und Fliegen, überall Fliegen. Ich hoffe, er ist nicht verhungert oder so. Ich hätte wirklich ungern eine verrottende Leiche in meinem Keller. Vielleicht hätte ich ihn ab und an mal füttern sollen, statt nur seinen Kopf zu streicheln und über meine bösen Pläne zu sinnieren. Alan! Hatte dein Goblin eine Uniform an? Eine blaue? Und hatte eine Tasche mit geheimnisvollen Notizen? Du kennst diese Art Goblins also? Bevor er endlich still war, hat er für Stunden rumgeschrien. Ich bin der Postbote! Ich bin der Postbote! Dabei wohne ich nicht mal am Wasser. Alan! Okay. Was? Der Postbote. Oh Mann. Der ist mir sympathisch. So verrückt. Wer so verrückt ist, der ist sympathisch. Der hat doch nicht mal einen Latten am Zaun. Da ist dieser fliegende Kopf, den nur ich sehen kann, und der flüstert dauernd: Bring sie alle um. Oh, deiner auch? Das ist nichts Schlimmes. Wow, bist ein harter Kerl, was? Ja, ich glaube, der hat so einige Probleme. Ich kann meine Autoschlüssel nicht finden und die Situation eskaliert langsam. Wow, das tut mir so leid für dich, Mann. Muss hart für dich sein. Ich würde dich ja vorlassen. Alan! Aber nein. Ja. Ach, eigentlich ist es ganz schön bescheuert. Das sagen die Leute auch über das Jahr 2012. Das war einfach bescheuert. Dass die Welt nicht untergegangen ist, meine ich. Und plötzlich, BÄM, Weltuntergang. Gute Nacht. BÄM, Weltuntergang, hä? Das war eine pure Enttäuschung. Oh Gott. Bitte sag mir nicht, dass du einer von denen bist, die glauben, dass wir wirklich auf der Erde leben. Ja, schätze, ich bin einer von denen. Alles nur ein Haufen Lügen. Sie sagen es im Fernsehen, um uns von der Wahrheit abzulenken. Alan! Auf, auf welchem Planeten leben wir denn? Wir leben auf keinem verdammten Planeten. Wir reisen auf einer Riesenschildkröte durchs All, die einen Schweif aus Oktarin hinterlässt. Großartig. Aha. Weißt du, ich verstehe es nicht. Warum denkt ihr Irren immer, dass Terry Pratchetts Bücher so eine Art Selbsthilfeleitfaden sind? Hey, ich bin kein Irrer. Ich leide an einer Persönlichkeitsstörung. Weißt du, was das ist? Natürlich. Nein. Das ist, wenn sich jemand freiwillig Yoko Onos größte Hits in Unterwäsche anhört. Ich, machst du dich etwa über mich? Da weißt du schon, was ich nach der Aufnahme... Ich versuche es verdammt nochmal. Tja, dann hast du Glück, dass du nicht gerade mit meiner anderen Persönlichkeit sprichst. Die sagen, der ist nicht so nett wie ich und dass er oft flucht. Alan! Naja, das wäre deutlich furchteinflößender, wenn es nicht von einem Kerl käme, der verkleidet ist wie... Naja, weiß nicht. Was zur Hölle soll das eigentlich darstellen, Alter? Ach, jetzt mach meinen Punkt, Mädchen. Das ist gerade der letzte intergalaktische Schrei. Alle, die sich der Realität verweigern, werden wohl nie die wahre Größe dieser Kleidung wertschätzen können. Alan! Nicht einmal, wenn eine Tentakelarmee die Weltherrschaft übernimmt. Du hast das Ende eindeutig zunächst ausgesprochen. Und was ist dein Problem?
Du scheinst ganz normal zu sein. Ich habe ein sehr ernstes psychologisches Problem. Alan! Unter anderem... Kein Scheiß. Mein Leben ist ein Albtraum. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die bezahlen. Hey, das ist mein Spruch. Naja, eigentlich Peter Parkers, aber ich habe ihn zuerst kopiert. Okay, ich hau dann mal ab. Vergiss nicht, das Krakenbecken zu reinigen, ja? Wessen Becken? Schon gut. Alan! Aus großer Macht... Alan! Wird großer Alan. Ja. Alan! Der ist mir sympathisch. Alan. Alan! War schön, mit dir zu reden. Alan! Ich gehe dann wohl wieder. Ist wohl kaputt. Tja, Alan! Das können wir auch nicht reparieren. Ich glaube nicht. Vielleicht mit dem Hammer. Einfach mit dem Hammer draufschlagen, dann geht's schon wieder. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Hat doch bei Alan! Dem Automat auch geklappt. Vielleicht können wir... Ich habe seit 7 Jahren niemanden mehr einen Hammer übergezogen. Alan! Ich bin clean. Vielleicht heilt's ihn ja. Alan! Die Hammermethode war doch bisher immer die beste. Alan! Geht nicht! Als ob du dich da jetzt nicht vordringen kannst. Alan! Ich hab seit 7... Ja, du bist clean. Alan! Verstehe. So, die nehmen Alan das zurück. Was Neues in Charlies Comic-Laden? Dazu. Sorry, ich bin auf der Sci-Fi-Con. Für heute geschlossen. Sie finden uns an unserem Stand bei der Sci-Fi-Con in der Dr. Fred Edison Street. Haha. Die Notiz ich breche die Tür nicht auf. Charlie ist auf der Cypher-Con und hat den Ring sicher bei sich. Ach, stimmt ja. Der hat den Ring. Den brauchen wir. Also holen wir. Und wir haben sogar ein... Laserschwert. Ein Lichtschwert. Hui. Ein paar Koalas damit. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Ja, das... sagst du. Dann also zum Metzburg. Da wollten wir eh hin. Jo, Sergeant Kramer. Guten Tag. So schnell sieht man sich. Stopp mal, Freundchen. Herrgott, was habe ich jetzt gemacht? Genau das will ich rausfinden. Sind Sie Mr. Hicks? Mr. Hicks war mein Vater. Sie können mich Randall oder Mr. Fantastic nennen. Ach, wissen Sie was? Ich will, dass Sie mich Mr. Fantastic nennen. Ganz vorsichtig. Ich will gleich zur Sache kommen. Ihr Freund Matthew Griffin wurde in seinem Apartment ermordet. Ermordet? Ja. Sind Sie sicher, dass es kein Selbstmord war? Sie scheinen ja gut Bescheid zu wissen. Oh nein, es ist nur... Er sagte, er würde sich umbringen, wenn das Remake von Wii die Besucher gestrichen wird. Und das wurde es, und ich habe diese Tatsache vor ihm geheim gehalten. Aber möglicherweise hat er es herausgefunden. Als die zweite Staffel anlief, wusste ich, dass seine Tage gezählt sind. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Du kommst jetzt mit mir. Tut mir leid, aber ich habe echt zu tun. Das war keine Bitte. Ich sagte, du kommst mit mir. Okay, ist ja gut, aber fangen Sie nicht an, mich Susan zu nennen. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Warte, ihr Kleiner. Der wird, glaube ich, immer strenger, der Typ. Randall? Oh mein Gott, Randall! Und wir kommen da immer schneller rein in diese Wohnung. Am ersten Tag haben wir eine Ewigkeit gebraucht, um durch die Absperrungen zu kommen und uns hier irgendwie durchzuschleichen. Und ja, also wenn ihr richtig geguckt habt, am Ende des letzten Parts hat man den Kollegen hier schon im Auto vor uns war, Typen gesehen, der hat da schon geparkt und hat uns schon ausspioniert. Und wem ist das aufgefallen? Was ist es diesmal? Es ist Matt. Oh, was für eine Überraschung. Es ist passiert. Was genau? Matt, er...
hat's doch getan. Was? Wovon redest du? Er hat sich eingefroren. Ach, und diesmal will sie es wahr haben. Natürlich, weißt du. Er hat seit Monaten von nichts anderem geredet. Gott, ich vermisse ihn so sehr. Ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen. Warum passiert mir sowas? Eigentlich überrascht mich das nicht. Meinst du, sie können irgendwas tun, um ihn zurückzuholen oder so? Ich meine, er ist doch nur eingefroren. Sally, das hier ist das echte Leben. Wenn Leute eingefroren werden, sterben sie. Ich wünschte, das hier wäre Futurama, aber das ist es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich tun würde. Ich kann einfach nicht ohne ihn leben. Wenn es doch nur weg gäbe, es rückgängig zu machen. Ich schwöre, ich würde ihn nie wieder anschreien, nur weil er trinkt oder wegen seiner Science-Fiction-Sucht. Ich wünschte, es gäbe etwas, was ich tun kann. Rückgängig? Sally, es gibt keinen Weg, das rückgängig zu machen. Also außer du findest einen Typen, der die Zeit zurückdrehen kann. Aber ansonsten musst du akzeptieren, dass Matt nicht mehr bei uns ist. Du, komm her, jetzt! Die Pflicht. Er hat sich ein Sie auch gleich, ob sie jemanden bei der CIA kennt, der die Zeit zurückdrehen kann oder sowas? Es muss doch da jemanden geben, der sich mit Zeitreisen auskennt, oder? Sag ihn, Geld spielt keine Rolle. Ich kann seine Magic-Karten verkaufen. Bitte frag sie. Okay, mach ich. Seine Karten verkaufen. Okay. Sieht cool aus. Was wollen Sie von mir? Das mit deinem Freund scheint dich ja nicht so zu kümmern. Man gewöhnt sich an solche Sachen. Du bist es also gewohnt, Leichen zu sehen? Und es interessiert dich nicht mal, dass diese hier von deinem Freund ist? Wissen Sie, ich habe seine Leiche schon so oft gesehen. Du genießt das, oder? Ach, kommen Sie schon. Sehen Sie sich nur mal sein Gesicht an. Ist doch ziemlich lustig, oder? Oh, bitte. Ich werde beweisen, dass du ihn umgelegt hast. Und wenn es soweit ist, werde ich dafür sorgen, dass du den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringst. Das haben schon ganz andere versucht und sie alle haben versagt. Fassen Sie mich nie wieder an. Ich habe die Schnauze voll davon, jeden Tag dasselbe durchzumachen. Ich habe nichts getan. Kapiert? Jeden Tag? Sergeant, unsere Tests zeigen, dass die Temperatur des Eises bei 43 Grad unter Null liegt. Celsius oder Fahrenheit? Kelvin. Das ist nicht möglich, Ned. Es geht nicht tiefer als bis zum absoluten Nullpunkt. Tja, jetzt schon. Der Frostomatic 9000 ist der Hammer. Hey, Erddeppen. Könnt ihr vielleicht mal die Fresse halten? Ich versuche hier einen Verdächtigen zu verhören. Oh, jetzt geht das wieder mit dem Verdächtigen los. Warum glaubst du, dass es Selbstmord war? Hören Sie, Matt war seit Jahren total besessen von der Idee, sich einzufrieren. Er sagte, er wolle eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Das ist etwas kompliziert. Armer Bastard. Und was hast du in der Gegend gemacht? Solltest du nicht auf der Arbeit sein? Ich wurde noch nicht gefeuert. Eigentlich war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich Ihnen über den Weg gelaufen bin. Tatsächlich? Amazon Express ist ziemlich weit von hier. Der wird damit sein. Ich weiß, aber ich musste diese... Sekunde mal. Woher wissen Sie, wo ich arbeite? Es ist mein Job, Dinge zu wissen, Kleiner. Aber hier geht's auch nicht um mich, sondern um dich und was du weißt. Also komm schon, fang an zu reden. Du weißt doch, da gibt's nicht viel wohne. Zu sagen. Ich bin Kurier und ich liefere Sachen aus. Manchmal hier, manchmal dort. Immer auf Achse, Sie wissen ja. Immer auf Achse, hm? Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Gab es zwischen dir und Mr. Griffin Probleme? Eigentlich nicht. Warum? Ich stell hier die Fragen. Warum hast du ihn in den Kühlschrank gesperrt? Hab ich nicht. Also hast du jemand anderes für die Drecksarbeit angeheuert, ha? Verstehe. Oh, jetzt mal im Ernst. Sehe ich so aus, als könnte ich mir einen Auftragskiller leisten? Ich sag dir mal lieber nicht, wie genau du aussiehst, Kleiner. Das weißt war du, doch warum du hier bist? Heute? Keine Ahnung. Warst du gestern etwa auch hier? Tja, also das ist eine lange Geschichte. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie mir die abkaufen. Ich habe reichlich Zeit. Erzähl mir alles, Kleiner. Okay, ja, also... 15 Minuten später. Das glaubt er ihm nicht.
Und deswegen muss ich Doc retten, bevor ich den DeLorean an eine Dampflok ankoppel, um in das Jahr 1985 zurückzukehren. Genau. Nein. Moment, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Genug, ich will kein Wort mehr hören. Sergeant, wir sind hier fertig. Und? Tja, so seltsam es klingt, es war Selbstmord. So begeht doch niemand Selbstmord. Wer wäre so dämlich? Matt! Matt ist so dämlich. Haben Sie Matt jemals getroffen? Schnauze! Mit dir bin ich noch nicht fertig. Und ihr? Was macht euch so sicher, dass er das selbst getan hat? Da ist ein Abschiedsbrief am Kühlschrank. Da steht was von einer Zukunft, die von Maschinen beherrscht wird. Handschrift habt ihr geprüft? Ja, wir haben sie mit den Drohbriefen verglichen, die er an die Ärzte ohne Grenzen geschrieben hat. Passt. Warum sollte jemand die Ärzte ohne Grenzen bedrohen? Naja, Matt dachte, sie hätten seinen Hund entführt. Weiß auch nicht mehr warum. Dann habe ich rausgefunden, dass Matt nie einen Hund hatte. Seine Freundin hat ebenfalls bestätigt, dass er schon oft darüber gesprochen hat, sich kryogenisch einfrieren zu lassen. Kryogenisch, genau das war's. Vielleicht ist die Welt ohne ihn besser dran. Okay, wenn wir dann durch sind, verschwinde ich mal. Ich habe noch zu tun. Hey, nicht so schnell. Der Einzige, der hier abhaut, bin ich. Ich muss ein paar Fakten überprüfen. Werd mal ein paar Informationen einholen. Oh, kommen Sie schon. Sally ist auch schon weg. Das Mädchen war völlig durch den Wind. Sie musste mal nach Hause und etwas runterkommen. Ja, also ich könnte auch etwas Ruhe brauchen. Mir gehen langsam die Kopfwitze aus. Großartig. Vielleicht kommt dann mal was Zusammenhängendes aus deinem Mund. Erwarten Sie nicht zu viel. Du dreckige Made. Du gehst nirgends hin, bevor ich nicht ein paar Anrufe gemacht habe. Oh, kommen Sie schon, ich muss noch... Du musst gar nichts. Der Verdächtige verlässt diesen Raum unter keinen Umständen. Ja, Sergeant. Ja, Sergeant. Sie können mich hier nicht festhalten. Ich bin mir fast sicher, dass ich nichts getan habe. Vielleicht. Aber ich hab dir ja gesagt, dein Gesicht passt mir nicht. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Naja, wenigstens hat er mich dieses Mal nicht Susan genannt. Können wir den Abschiedsbrief lesen? Das wäre doch mal interessant. Hier, Abschiedsbrief. Ist ein Muss. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte allen danken, die mir geholfen haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Nun kann ich sie endlich sehen. Die Zukunft beherrscht von Maschinen. Danke, Mutter, für den neuen Kühlschrank. Seine Gefrierkapazitäten sind unglaublich. Es tut mir sehr leid, Sally. Du hast diese Art Unglück nicht verdient. Ich hätte dir so gerne alles gegeben, aber ich habe den Willen zu leben verloren. Zumindest solange der Planet nicht von Maschinen beherrscht wird. Aber wie der gute alte Jules Winfield schon sagte, die Waffe in der Hand, der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Ezekiel 25,17. Aha, zitiert er schon die Bibel. Na. Das wird, ja, wie immer verrückter. Hier können wir unseren roten Marker aufladen. Das muss ich nicht nochmal machen. Ach so, dann trinken wir die Biere aus. Ich hab gerade keinen Bock auf Bier. Was? Das kann ich mir bei dir doch gar nicht vorstellen, Randall. Das hätte ich für fast ausgeschlossen. Mikrowelle. Nutzlos. Das Ding ist schon lange hinüber. Da wird er sich das nächste Mal töten. Das sage ich euch. Tja, das kann ich schon prophezeien. Ich habe es ja auch schon prophezeit, dass er sich mal im Kühlschrank einfriert. Als nächstes irgendwann vielleicht auch mal der Toaster. Aber der Toaster ist nicht noch übrig. Ist die Mikrowelle. Den Ofen hatten wir schon, den Mixer hatten wir auch schon. Viele Möglichkeiten bleiben ihm nicht mehr. In künftigen Tagen. Stalaktit.
Geht nicht, ist zu hart. Aha. Können wir doch bestimmt. Sieht hart wie Diamant aus. Da passe ich lieber. Nicht. Eine Flammenwerfer haben wir auch nicht mit dabei. Vergammelter Hotdog. Der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ja. Ist ja auch schon 3 Tage alt. Lieber nicht. Das wäre Feuer gewesen, das hätten wir da immer was machen können. Lieber nicht. Müssen wir ganz so viel Geld. Der letzte Rest vom Baren. Tja. Können wir ja noch irgendwas aufsammeln? Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Ah, ein kleiner Hinweis. Man soll. Das wir später vielleicht brauchen. Oh. Flash Bier. Kann ich hier noch was mitnehmen? Hä, was soll das werden? Beklaust du gerade deinen toten Freund? Mann, wir stehen direkt daneben. Ich hab nur ein bisschen sauber gemacht. Lass einfach alles, wie es ist, okay? Ist ja gut. Ihr habt das Sagen. Tja. Na dann, Prost. Ich hab gerade keinen Bock auf Bier. Ein paar Biere. Ja. Wollen wir zusammen. So, wer will ein kühles Blondes? Bist ein Lebensretter, Kleiner. Ja, das höre ich öfter. Obwohl die meisten Leute denken, ich sei einfach nur sarkastisch. Hey, mach sie wenigstens für uns auf. Das sind keine Schraubverschlüsse. Wir sind doch keine Superhelden. Ah, wie Superhelden sieht der echt nicht aus. Aber Matt genauso wenig. Und ich habe gesehen, wie er Flaschen mit seinem Ohr aufgemacht hat. Außerdem, der Gedanke zählt, oder? Nein, Kleiner. Alkohol ist, was zählt. Und der ist noch nicht in meiner Leber angekommen. Okay, okay. Tja, dann, wo ist meine Rasierklinge? Oh, mein Dietrich ist total im Eimer. Den kann ich nicht als Flaschenöffner benutzen. Die Rasierklinge haben wir irgendwie verloren. Flasche öffnen. Es gibt keinen Grund. Lieber nicht. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Das macht definitiv keinen Sinn. Tja. Da schreibe ich nichts drauf. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Lieber nicht. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube nicht. Hätte doch. So, lese auch es lernt. Gibt keinen Grund, das zu machen. Der Allzweck. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Ja, na gut. Dann weiß ich auch nicht weiter. Wird wohl Zeit, eine kleine Pause einzulegen, bis diesen Part zu beenden. Nächsten Part hier weiterzumachen. Ja.